Dankeschön. Großartig. Weinfels. Jo. Dankeschön. Ach, immer wenn ich im Anker bin, dann kann ich ja nur eins tun. Frühstücken. Frühstücken, oder? Mhm. Und Duisburg schon? Ist... Ach, wir filmen schon. Ja, 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 ja. Das ja. ist ja wichtig, ne? Ja. dass das alles im Bild festgehalten wird. Und wenn wir hier sind, dann kommt auch mal ein Gedanke ans Schreiben, oder? Ja, einmal in Ruheort sitzen und schon ist so ein Buch fast fertig. Ja, also ich konnte ja auch nicht widerstehen und habe tatsächlich auch eins geschrieben mit der Kollegin Dagmar Toschka. Mhm. Wenn du möchtest, wenn ihr möchtet, würde ich ein kleines Stückchen vorlesen. Das ist okay gerne. Für euch? Gerne. Für dich auch okay? Ja, gerne. Jörg frühstückt derweil weiter. Einverstanden? Danke. Tod auf der Kohleninsel. Theo Bostmann warf die Haustür ins Schloss, nachdem er Frau Dahlmann noch einen schönen Tag im Flur gewünscht hatte, überquerte die Straße und stieg die Stufen zur Dammkrone hoch. Auf dem Rhein, der ist übrigens diese Richtung, auf dem Rhein also, sah er Binnenschiffe zu Tal und zu Berg. Alles war präzise geregelt. Wer wann auf welcher Flussseite fuhr, wer wo mit welcher Ladung löschte, damit Waren auf die Schiene oder von der Straße auf die Schiffe kamen. Warum nur konnte er diese Klarheit und Präzision nicht auch in seinem Privatleben herstellen? Betty zog ihn an und gleichzeitig lief er vor ihr davon. Das machte doch gar keinen Sinn. Er streckte sich und ging auf dem Damm weiter zur Brücke, die das Eisenbahnbassin überspannte und La mit Ruhrort verband. Rechts der Rhein, links die verspielt wirkende Fassade des Binnenschifffahrtsmuseums mit Erkern und Balkonen. Dahinter der mächtige Klotz des Kraftwerks, dessen Schornstein höher in den stahlblauen Himmel ragte als die höchsten Fialen des Kölner Doms. Einen Moment lang ließ er die Kathedralen der Industrie auf sich wirken. Der Betrieb des Kraftwerkes verursachte ein lautes Rumoren Tag und Nacht. Wie ein Riegel aus Stahl und Stein versperrte es die Sicht auf das dahinterliegende Stahlwerk, das eine Fläche beanspruchte, die so groß wie ganz Ruhrort war. Ein Rennradfahrer rauschte so dicht an ihm vorbei, dass er den Luftzug spürte. Ihm war nach Kaffee, nach einem, der diesen Namen verdient hatte. Theo Bostmann, geht's wie dir? Ja, Kaffee ist ganz wichtig. Okay, dann schlage ich vor, wir lassen Jörg jetzt in Ruhe sein Frühstück beenden und danach hören wir dann unbedingt mal ein Stück aus Krimini Ruhr 4. Da geht es um Pfleger Peter. Bis gleich. Ja, sehr gut. Okay, Fernsehen live, oder? Mhm. Oder keine Probe? Frühstücksfernsehen. Ja, immer. Probe ist doch für Anfänger, oder? Mhm. Aus Krimini Ruhr 4. Together Forever. Es geht um Tante Käthe. Ihre wechselnden Wohnungen in Ruhrort waren im Laufe der Jahre immer größer geworden. Irgendwann hatten sie auch Blick auf den Rhein. Das Chefsekretärinnengehalt machte es möglich. Die große weite Welt fuhr täglich an ihrem XXL-Balkon vorbei. Noch bis Mitte der 1980er Jahre waren die wichtigsten Umschlagsgüter in den Ruhrorter Häfen Eisenerze, Mineralöle, Kohle, Eisen, Stahl, Kies, Sand, Schrott, Leichen und Getreide. Heute warb der Duisport als Multipurpose-Hafen mit dem Standortvorteil Trimodalität, was auch immer das hieß. Käthe Krusenberg nahm diese Entwicklung hin, trank dazu Filterkaffee, gern mit einem ordentlichen Grappa veredelt und schaute dabei auf ihre Hängegeranien. Die eigene Herkunft zu leugnen, in ihrem Fall war das die Essener Margaretenhöhe, ist und bleibt schwierig. Und warum auch? Hängegeranien gehören zu den 5 äußeren Merkmalen innerer Stabilität.